Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe zu 25 Jahre Wiedervereinigung. Das wird dieses Jahr in Frankfurt hier recht groß gefeiert mit einem großen Staatsakt zwischen dem 28. September und dem 4. Oktober. Wir zeigen die Filmreihe schon im Vorhinein und haben versucht, hier verschiedene Aspekte darzustellen. Es gibt sehr viele Filme irgendwie über die Wiedervereinigung und wir wollten sowohl ein bisschen die Zeit irgendwie vorher als auch natürlich die Zeit irgendwie während des Mauerfalls und der Wiedervereinigung und auch ein bisschen die Folgen der Wiedervereinigung oder einfach sozusagen aus heutiger Sicht oder wie sich das eben für die Leute weiterentwickelt hat, hier zeigen. Heute Abend freue ich mich, dass wir Gerd Groske hier haben. Ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen mit seinem Film Striche ziehen. Gerd Groske hat an der HFF in Babelsberg Film studiert. Das war zwischen 82 und 89. Er hat währenddessen aber auch schon bei der DEFA im Bereich Dokumentarfilm Filme gedreht. Sein erster Film oder einer seiner ersten Filme, mit dem er bekannt geworden ist, war Leipzig im Herbst, den er zusammen mit Andreas Vogt irgendwie gedreht hat. Parallel hatte er aber auch schon in Leipzig recherchiert für seine, was dann letztendlich eine Trilogie geworden ist, die Care-Aus-Trilogie. Das war genau Care-Aus von 1990, Care-Ein, Care-Aus 1996 und Care-Aus wieder 2006. Damit ist er eigentlich sehr bekannt geworden und ja, das sind jetzt nur sagen so zwei, drei Beispiele. Er hat viele andere Dokumentarfilme gedreht und wir sehen eben heute Abend seinen aktuellsten Striche ziehen über eine Kunstaktion an der Berliner Mauer. Aber insbesondere geht es auch sozusagen was um die Folgen oder auch die ja, Verletzungen oder die Brüche, die sich daraus ergeben haben. Wollen Sie noch was vorneweg sagen? Ich wollte mich nur bedanken, dass Sie kommen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Film jetzt dem vorangestellten Motto hier gerecht werde. Aber wir können uns nachher darüber unterhalten, wenn Sie Fragen haben. Ich komme nach dem Film wieder und freue mich, wenn Sie aufmerksam gucken. Ja, danke, bis später. Gut, erstmal einen kleinen Kommentar zu dem Film. Jetzt, wo ich hier gerade gar nicht der Jahrgang bin, den das betrifft, also ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt mit der Mauer, finde ich ihn total spannend gemacht. Er ist der Spannungsaufbau aus Klasse. Also von am Anfang weiß man gar nicht, wie gehören die Leute zusammen, wer kommt aus dem Osten, wer kommt aus dem Westen, sind die eine Gruppe oder sind das verschiedene Leute einfach? Und es ist toll, wie man dann da so reinkommt. Also es ist keine Dokumentation, es ist halt eine super, super spannende Geschichte über diesen Zeitaspekt. Ich finde, man kriegt einen tollen Einblick in einen Teil von dieser ganzen Ost-West-Geschichte in Deutschland, gerade für jemanden, der das nicht so wahrgenommen hat wie ich jetzt. Ich finde das auch sehr krass, dass dieser Schritt von ihrer Seite gemacht wurde, dass halt wirklich auch diese Konfliktsituation am Ende aufzunehmen. Und ich finde auch krass, dass beide dazu bereit waren im Prinzip. Also zu sagen, ich meine, das ist ja eine sehr intime Geschichte einfach, ja. Und sie geben halt beide einfach einen ziemlich großen Teil ihrer Geschichte als Jugendliche preis, gerade Jürgen in dem Fall. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass es so weit kam und dass er seine Einwilligung trotzdem dazu gegeben hat, was natürlich auch, finde ich, ein großer Schritt von ihm ist, diese Sache aufzuarbeiten. Und ich finde einfach dann schlussendlich den Titel unheimlich passend im Sinne davon einfach, Leute, so war es halt einfach, aber die Zeit ist vorbei, 30 Jahre, ja? Strich drunter ziehen einfach, ja? Also der Strich für mich ist nicht der Strich auf der Mauer, das ist nur ein Sinnbild, sondern der Strich ist halt einfach, hey, zum Beispiel jetzt gerade zwischen den Brüdern, ihr seid Brüder, ja? Da sind halt Sachen passiert, die waren krass. Ja, okay, gut.
Aber jeder hat seine Standpunkte. Aber macht einfach einen Strich durch die Rechnung oder sieht halt einfach, hört auf, es immer aufzurechnen und guckt halt einfach, dass man wieder normal miteinander umgehen kann. Also ich war sehr, sehr beeindruckt von dem Film. Vielen Dank für diese Impressionen und ja, erstmal so viel dazu. Dankeschön. Eine Frage haben Sie nicht? Nee, gar nicht. Alter. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Sie sagten, dass in den Vorführungen oder in den Aufführungen Jürgen viel Empathie entgegenkommt. Haben Sie einen Eindruck, ob das in einem Westpublikum oder in einem Ostpublikum so ist? Also ich komme selber... Völlig gemischt. Also, gemischt, okay, ja, danke. Da kann man jetzt ja nicht so eine Aufteilung vornehmen. Das habe ich in Hamburg genauso erlebt wie in Thüringen oder in Leipzig oder so. Ich hätte zwei Fragen, auch zu Jürgen. Wie bekommt man denn so jemanden zum Reden? Und gab es während der Produktion, während der Recherchen auch Momente, wo er gesagt hat, ich mache nicht weiter? Also, dass das auch kippt? Und er sagt, er will, dass das nicht so an die Öffentlichkeit gerät? Naja, das ist beim Drehen natürlich dann also schwierig. Also, ich habe ja sozusagen nicht nur die Aufgabe, jetzt jemanden so aufzuschließen. Also, es hat natürlich mit einer Vorarbeit zu tun, dass so... Ja, so vergleichbar mit dem Straßenbau, ja, das, was sozusagen an der Straße teuer ist, das liegt immer unter dem Asphalt. Und so ähnlich ist das auch beim Dokumentarfilm. Also das bedarf natürlich einer gewissen Vorarbeit, dass so ein Vertrauen entsteht, dass sich jemand dann also auch mitteilt und das als eine Situation empfindet, wo er sozusagen spürt, dass er da nicht vorgeführt oder reingelegt wird. Und das passiert natürlich vor dem Dreh. Aber es ist natürlich dann so, dass das manchmal nicht mehr so steuerbar ist. Also wir haben das bei dem Jürgen beim Dreh erlebt, dass wir, also ich hatte mir sozusagen auch, um da durch diese Zeiten so ein bisschen zu kommen, natürlich vorgenommen, das dann relativ chronologisch mit ihm zu drehen. Weil ja sozusagen für den Film dann immer so Entscheidungen zu treffen sind, was erzählt man in welchem Raum oder ist man draußen, ist es hell, ist es dunkel, um so später dann sozusagen auch in der Struktur sich bewegen zu können, wenn man montiert. Und da hatte ich so eine bestimmte Chronologie und die hat er relativ schnell mit seiner eigenen Stasi-Geschichte durchbrochen, also in einem Tempo, wo ich also überhaupt noch nicht so weit war, mich darauf einzulassen, das mal mit ihm zu thematisieren. Also was er gleichzeitig signalisiert hat, er will das irgendwie jetzt sozusagen loswerden, damit es nicht immer darum kreist. Und hat gleichzeitig natürlich, wie oft so in heiklen Situationen, natürlich auch versucht, das zu kontrollieren und zu steuern. Und das wiederum ist ja eine Verhaltensweise, die ich von Protagonisten kenne. Und die kann ich natürlich durch eine bestimmte Arbeitstechnik auch durchbrechen, indem ich natürlich Dinge einfach auch später wiederhole und so, bis jemand wirklich dann nicht mehr diesen Überblick hat, was ist jetzt, also wo sozusagen die Kontrolle aufhören kann. Und da wird es dann wirklich erst spannend, weil dann jemand sich wirklich öffnet. Und das haben wir sozusagen 2,5 Tage mit ihm gemacht. Und das war sehr anstrengend, also nicht nur für ihn, sondern auch für das gesamte Team. Und da gab es auch Situationen, wo das eigentlich immer so kurz oft vom Abbruch war. Ja, weil wo ich mich auch selbst gefragt habe, warum ich mir das jetzt sozusagen antue. Und natürlich dann Beschimpfungen passieren und. Also jetzt mir gegenüber, weil man dann eben so insistiert, ne, so. Und dann habe ich natürlich später die Pflicht sozusagen auch Protagonisten vor sich selbst zu schützen, wenn ich den Film montiere und werde natürlich nicht irgendwie so sie mit so einem Zeug behelligen, was da noch so stattgefunden hat. Also um einfach die Figur nicht zu demontieren. Also da habe ich natürlich auch, da hat natürlich jeder Protagonist so einen, also jeden Schutz, den ich da nur geben kann. Ja. Und ich finde, dass er sich sozusagen, dadurch, dass er es auch gesehen hat und es angenommen hat, habe ich da, glaube ich, meine Arbeit richtig gemacht. Aber das ist so ein, das kann man nicht so richtig erklären. Ich mache das jetzt ein paar Jahre und das sind so handwerkliche Fragen. Das wird jetzt sehr seminaristisch, wenn ich das oft röse, wie man jetzt so eine Person aufschließt. Also es hat ja auch viel damit zu tun, was man selber gibt. Und in dem Fall war es natürlich auch ein Vorteil, dass ich auch eine eigene DDR-Biografie habe und wir sozusagen uns da auch so an dieser Linie so lang hangeln konnten. Also weil es so entweder entfernte gemeinsame Bekannte gab oder fast identische Erlebnisse und so.
Aber das ist jetzt nicht nur Jürgen, das ist ja bei den anderen nicht anders. Also war auch nicht so einfach jetzt mit jedem. Also jeder hat natürlich auch so seine, weil es ist ja auch immer so mit der Erinnerung, dass die sehr monolithisch sein können. Und ich habe, da gibt es dann natürlich ein bestimmtes Repertoire bei jedem, wie er sozusagen die Geschichte selbst sieht. Und da sozusagen da drunter zu kommen und das sozusagen aufzubrechen, damit da sozusagen mehr entsteht als das, was jetzt das Repertoire ist. Das ist so die Arbeit, die dann so zu leisten ist. Und ich habe aber gleichzeitig zugeben natürlich den Beruf auch mal gewählt, weil ich eine große Freude daran empfinde, sozusagen so Erinnerungsarbeit so freizulegen. Also das wirklich dann auch mitzuerleben, wie das passiert bei jemand, wie so, wo so Weglassungen eintreten oder wo so Betonungen liegen und so. Und dann kommt sowas raus. Und dann habe ich den Jürgen aufgesucht, was nicht so einfach war, aber der, also eine Adresse zu finden und so. Und dann haben wir uns kennengelernt und der war erstmal ja nicht so verschlossen, tauchte dann aber unter und dann hat es mir irgendwie gereicht, weil ich so, also weil wir so eine Verabredung hatten, dass er das natürlich in seiner Entscheidung liegt, aber er zumindest irgendwie seriös absagen könnte und er hat sich dann nicht mehr gemeldet. Und daraufhin habe ich ihn nochmal besucht in diesem Kletterpark, wo er arbeitet. Und das hat ihn wahrscheinlich dann so umgehauen, dass ich sozusagen die Rupse habe, da nochmal zu kommen und mir das schlichtweg auch zu verbieten, dass er so abtaucht und so, er weiß, also das macht er ja mit seinem Freund, mit seinem Bruder ja schon so, aber ich bin dann ja sozusagen außenstehender und ein Fremder und wollte sozusagen so ja nicht mit mir umgehen lassen. Und daraufhin hat er dann auch zugesagt und dann kriegte das so langsam so eine Kontur und die Recherchen gingen weiter und so. Also ganz Konflikt war ja noch relativ frisch dann oder dass die ja, anderen das mitbekommen hatten. Ja, das ist ja 2010 sozusagen rausgekommen und dann kam aber sozusagen immer mehr. Ne? Also das ist jetzt sozusagen der Film noch relativ höflich zu dem, was da noch so alles passiert ist. Aber interessiert, das war sozusagen der zweite Teil der Frage, hat mich jetzt weniger diese wirkliche Verratsgeschichte, sondern ein Anlass war eigentlich, wie man jetzt damit umgeht, wenn sowas sozusagen so lange her ist und einfach nicht drüber gesprochen wird. Und es ist ja also leider auch bis heute so, dass innerhalb dieser Familie da keine wirkliche Diskurs zu dem Thema irgendwie stattfindet, sondern die Brüder besuchen separat die Eltern und das ist eine sehr verkorkste Situation. Und das hat mich daran, bin ja sozusagen da weit ausholen in dem Film und das, was mich daran reizte, war natürlich die Vorgeschichte so ausführlich zu erzählen mit dieser Weimarer Zeit, um also auch diese Fallhöhe, vor dem das Ganze so stattgefunden hat, also auch ein bisschen deutlicher zu machen. Und gleichzeitig natürlich auch die Erfahrung, auch wenn man sich das so im Leben immer anders wünscht, zu machen, dass eben bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr erklärbar sind, die kann man nicht mehr lösen. Ja, das ist so ein Punkt, wo ich dann also sowohl den Jürgen natürlich verstehe, in seiner Festgefahrenheit, auch wenn ich das nicht billige und mir eine andere Haltung von ihm da wünsche, aber gleichzeitig natürlich auch sehe und respektiere, dass er sich sozusagen durch die Mitarbeit in dem Film da einen wahnsinnigen Schritt raus bewegt hat. Und parallel dazu erlebe ich natürlich auch, dass der Freundeskreis und auch sein Bruder da doch relativ vermauert sind und festgefahren. So, das ist so ein Konflikt, der damit aufschien. Und vorher, also bevor das rausgekommen ist, waren da sozusagen die Kontakte noch intensiver oder, ja, oder hatte er sich so auch schon sowieso ein bisschen... Mal ist im Freundeskreis mit zunehmendem Alter wird das alles ein bisschen ruhiger. Mhm. Und jeder hat so sein eigenes Leben und also der Thomas lebt jetzt in Dresden und die anderen in Berlin und der Jürgen eben in der Prignitz da auf dem Dorf, also in einem Dorf, was selbst im 30-jährigen Krieg die Schweden nicht mal entdeckt haben, also so völlig abgeschlagen. Aber eben auch bewusst, ne? Das mit der eigenen Vergangenheit zu tun. Ja, naja, aber man fragt sich schon irgendwie, man erwartet eigentlich von dem Jürgen wahrscheinlich schon so ein bisschen, dass er nochmal so einen Schritt weiter geht, um auch so ein bisschen seine irgendwie Freunde zu verstehen. Man hat da schon das Gefühl, dass er sich wirklich auch so ganz von denen distanziert oder auch gar nicht mal versucht, wieder irgendwie da hineinzukommen. Also es ist, glaube ich, für einen Außenstehender, für mich zum Beispiel, schwierig, irgendwie da seine Haltungen zu verstehen. Also naja, das, was ja passiert, aber, der Film legt ja da so einen Haken. Also der ist ja mir gegenüber offener als seinem Bruder oder seinem Freundeskreis gegenüber. Das ist ja eigentlich das Erstaunliche. Wenn man das sieht, dass er überhaupt nicht glauben kann, dass er sozusagen
dazu nicht in der Lage ist, aber das kriegt er nicht hin. Mhm. Er hat den Film auch gesehen. Ja, ja. Hat dann auch, ja. Mhm. Es gab sozusagen, bevor das veröffentlicht war, eine die Endfassung. Und da habe ich sozusagen, ich mache das aber immer mit allen Protagonisten, so vorher sehen. Und so war es in dem Film auch, allen zugesagt und dann organisiert. Und Jürgen hat dann kurz vorher gesagt, er will es sehen, aber er möchte es nicht mit den anderen zusammen sehen. Und ist dann in den Schneideraum gekommen und das war ein sehr bedrückendes Erlebnis, weil das so beklemmend war als Situation, weil der zum Teil dann so die Szenen kommentierte und bestätigte oder eben sich so abwehrend verhielt. Und danach, das war eigentlich so die, einerseits Freude, aber gleichzeitig auch Enttäuschung, hat er das also angenommen, hat gesagt, er findet das ihm gegenüber fair erzählt, aber er sieht natürlich auch, dass er jetzt immer das Verräterschwein, also wörtlich, bleiben wird, wo ich dann mal sagen kann, aber es liegt doch an dir, das sozusagen, das sehe ich ja so gar nicht. Ja? Das, und das, was ich so in Vorführungen in der Regel erlebe, ist, dass also ihm und auch so seiner Geschichte da sehr viel, also auch Empathie und Verständnis entgegengebracht wird. Und er hat aber selber bisher nie eine öffentliche Vorführung mitbesucht. Und wenn er das, glaube ich, mal erleben würde und da sozusagen das entsprechende Publikum wäre, was ihm das mal zeigt, dann wäre es eine völlig andere Situation. Aber da komme ich natürlich auch an meine Grenzen. Ich bin Regisseur und kann das nicht, das, was man wahrscheinlich machen müsste, therapeutisch begleiten. Doch noch eine Frage jetzt. Die Schlusssequenz, der blaue Strich, hat irgendjemand von den Protagonisten damit was zu tun oder wurde er von einem anderen unbekannten Künstler oder vielleicht auch bekannten Künstler irgendwie einfach entdeckt an der Berliner Mauer und übernommen als Symbol im Prinzip? Ja, nee, ist noch sowohl als auch. Also ich habe, als ich den Film begann, also sozusagen immer das Riesenproblem gehabt, dass ich mich so retrospektiv mit diesem Stoff bewege. Also ich habe eigentlich immer nach einer Form gesucht, wie ich sozusagen auch wieder in der Gegenwart ankomme. Und die gab es nicht. Also man blieb immer bei dieser Geschichte und bei diesen Materialien, die ja im Film auftauchen. Aber dieses sozusagen jetzt so Ankommen im Jetzt, das war sozusagen eigentlich nicht aufzulösen. Bis ich, also ich kenne den Chef, den Direktor vom Kunsthistorischen Institut in Florenz, der eine frühere Arbeit von mir über Heino Jäger, einen Film, kannte und den sehr schätzt und mich fragte, was ich als neues vorhab. Und dann habe ich ihm von diesem Stoff erzählt und da hat er immer so völlig euphorisch reagiert und mir gesagt, das ist ja ein Ding. Und sagt, ja, was hat er denn? Ja, ist ja jetzt nicht so. Und dann kam raus, das Ding war, er hatte gerade mit einem israelischen Historiker zusammen ein Buch herausgegeben, das nennt sich, heißt Facing the Wall. Und die haben ab 2002 den israelischen Mauerbau begleitet mit einem Fotografen und auch alles, was da so an Mauerkunst entsteht. Und der beschrieb mir dann, dass ab 2011 so ein blauer Strich da aufscheint. Schenkte mir am nächsten Tag das Buch und das stimmte, da waren ein paar Fotografien drin. Und dann haben wir das versucht, aus der Ferne zu recherchieren, was nicht so richtig gelang, weil mir auch nicht klar war, dass sozusagen die israelische Seite grau ist, also nicht bemalt, aber die palästinensische Seite wiederum bemalt. Und dann sind wir irgendwann im kleinen Team dahin gefahren und haben gesagt, wir gucken jetzt da und hatten das von einem ortskundigen Palästinenser vorbereiten lassen und sind mit dem dann da so lang gestreunt und haben gedacht, irgendjemand finden wir. Und da ging es jetzt ja nicht darum, jetzt denjenigen zu finden, der es war oder so. Und uns wurde dort erzählt, es sei ein Belgier namens Maurice oder so gewesen, der das gemacht hätte. Und der Thomas wiederum aus dem Film war im vergangenen Jahr eingeladen zu einem Graffiti-Festival nach Prag. Und dort tauchte ein kleiner Film eines Schweizer Regisseurs auf, der über Graffiti-Kunst weltweit einen Film gemacht hat und diesen Mann, was nämlich kein Belgier, sondern wirklich ein Palästinenser war, beim Malen dieses Striches gedreht hat. Und die wirkliche Überraschung war die, dass er von dieser Mauerkunstaktion aus dem Jahr 86 West-Berlin nie was gehört hatte. Aber dieses Prinzip natürlich verstanden hat, dass man sozusagen so ein Bauwerk, ich habe jetzt, vorher kannte ich es ja sozusagen nur sozusagen als Ostberliner und jetzt bei dem Film über die Materialien und die Fotos, aber wenn man sozusagen davor steht und das ist irgendwie mit großer Graffiti-Kunst bemalt und jemand zieht da wirklich so einen Strich drüber, ist plötzlich wieder diese Mauer sichtbar. Und das ist sozusagen so ein Effekt, den dieser Junge verstanden hat und das sozusagen die. Und als ich das dann gedreht habe, wir wussten ja auch nicht jetzt, was da entsteht, weil wir kein Arabisch können. Erst nach der Übersetzung war dann klar, was da
für die Auswahl in Frage kommt, dachte ich, das ist meine Ankunft in der Gegenwart. Also ohne jetzt so einen platten Vergleich zwischen Berliner und israelischer Mauer, was ja weder vom Bauwerk noch politisch funktionieren würde, anzubieten, sondern einfach nur als dieses, sagen wir auch, Prinzip irgendwie nochmal zu sehen. Mir sind zwei Sachen im Zusammenhang mit der Strichaktion an der Berliner Mauer ein bisschen unklar geblieben. Das eine ist die Verhaftung, oder beides bezieht sich auf die Verhaftung des einen Beteiligten. Es wurde gesagt, dass der auf DDR-Gebiet, weil er auf DDR-Gebiet war, verhaftet wurde. Aber die gesamte Mauer stand auf DDR-Gebiet. Die wurde ja nicht auf Westberliner Gebiet errichtet, sondern natürlich auf DDR-Gebiet. Was war da anders an der Stelle? Der Anlass war der, dass es so 2-3 Meter gab bis nach Westberlin rein, die noch DDR-Gebiet waren. Und dann, wie der Grenzaufklärer erzählt, die sozusagen der Truppe aufgelauert haben und dann den im fehlenden Wolfram Hartstadt durchgezogen haben. Das ist doch völlig, wie auch der Grenzer, der da interviewt wird, sagt, es ist doch völlig wurscht, ob die Westseite bemalt ist oder nicht. Das hat doch nie jemanden gejuckt. Naja, ihn hat es insofern gejuckt, weil er die Verhaftung vorgenommen hat im Auftrag. Irgendjemand muss das ja beschlossen haben, dass die... Ja, das erzählt er ja, sein Grenzkommando mit. Aber warum eigentlich? Man muss sich das ja mal vergegenwärtigen, 86 war sozusagen 25 Jahre Mauerbaujubiläum. Ich habe Materialien gesehen, die fangen an am Checkpoint Charlie, wo sozusagen die ersten Überwachungskameras installiert werden. 2 Tage vorher, da gibt es eine Riesenaktion am 13. August, wo sich jemand auf den weißen Demarkationslinie legt und dann wird er weggetragen von Polizei und da legen sich wieder 3 hin. Also ein riesen Aufstand. Dann kommt Keith Haring, malt sozusagen sein erstes großes Bild am Checkpoint Charlie, das war der nächste Skandal. Dann gab es Runnings, der immer auf der Mauer saß mit dem Vorschlaghammer, dieser Kanadier. So ist alles dasselbe Jahr. Ne? So, und jetzt ist November und da sind sozusagen die Jungs dran. Und da sind irgendwie offenbar da an dem Grenzkommando die Sicherung durchgebrannt. Anders kann man es nicht mehr erklären. Meine zweite Frage betrifft den, der verhaftet wird. Mhm. Sie sagen mal an einer Stelle, dass es dem nicht besonders gut geht. Mhm. Was ist denn mit dem? Naja, der ist dann sozusagen nochmal für 7 Monate in Bautzen II im Knast gewesen, ist, glaube ich, da nicht ohne Schaden zurückgekommen, also, weil er im Film nicht mitmachen wollte und das auch nicht erzählt wissen wollte. Und das muss ich ja respektieren. Also. Jetzt ist er nach 7 Monaten das zweite Mal freigekauft worden. Und ich wollte vielleicht einfach noch eine Frage zu den ganzen Materialien. Es gibt sehr viele Super-8-Filme in dem Film, also aus der Zeit in Weimar, der frühen Zeit, was ich sehr interessantes und sehr spannendes Material finde, weil man das irgendwie so in der Form nicht kennt. Wo kommen diese Materialien her? Oder war das alles von den Leuten sozusagen, von der Gruppe auch? Oder? Ja, hauptsächlich von den Protagonisten. Also bis auf eine Ausnahme eigentlich alle Super-8-Filme. Und ja, es gab sozusagen noch mehr, aber ein paar Sachen sind noch gar nicht mehr aufgetaucht. Und da wusste man nur noch, ja, das habe ich mal in den verborgt und das ist irgendwie weg. Und es war sozusagen so ein Teil der Arbeit, das irgendwie immer, sobald man es irgendwie in die Finger kriegt, erstmal zu sichern und abzutasten und zu klären, was man daneben kann und so. Ja, das ist schönes Material. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja. Nur eine Frage, ich weiß nicht, inwiefern Sie es beantworten möchten, aber was für einen Bezug haben Sie denn? Sie haben von Ihrer DDR-Vergangenheit gesprochen, im Prinzip zu Ihrem Film. Oder wie haben Sie die Zeit damals erlebt? So, wie war das? Gab es da auch diese Punk-Szenen oder waren Sie auch selber in der Band? Oder diese Zeit im Prinzip und wie ist es für Sie jetzt, nachdem Sie diesen Film gedreht haben, das nochmal zu sehen alles oder aufzuarbeiten? Ach, naja, das gibt so verschiedene Also ich war mal in einer Band, aber die hatte nur einen Auftritt und ist ein großer Ast eines Baumes in die PA-Anlage gefallen und die Anlage war zerstört und damit auch die Musikkarriere.
als Lehrlinge kein Geld hatten, das irgendwie wieder neu hinzustellen. Das ist so eine prinzipielle Frage war ja die sozusagen, ob man sozusagen bleibt oder geht, ja, so, und ich bin geblieben und wir haben 89 im Sommer mit noch von einem Freundeskreis, der vielleicht mal so 30 Leute war, noch zu 8 da gesessen und uns schon gefragt, ob wir jetzt auch gehen sollten oder ob man noch länger versucht, irgendwas zu ändern und so. Und irgendwann wäre es wahrscheinlich genauso passiert, ne? Aber es hätte, also war für mich sozusagen erstmal keine Variante, weil mich auch zu der Zeit Westdeutschland nicht interessiert hat. Also wäre dann lieber irgendwie nach Mexiko, aber da hätte man auch Spanisch kennen müssen. Und so. Also das war noch unausgegoren. Und dazu muss man natürlich sagen, dass ja so ein Wettgang, also meine Mutter war Lehrerin, mein Vater Professor, gab noch 3 Geschwister, das wär, hätte wir sozusagen für alle irgendwie. Hätte das sehr konsequente berufliche Folgen gehabt. Also das hing an so einer Entscheidung immer mit dran. Ja. Das hätte ich zu der Zeit meiner Familie nicht angetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem merkte man ab Mitte der 80er Jahre auch, dass sich natürlich aufgrund des Gesamtbankrottes da immer mehr verändert. Also es wurde offener und so. War zu spüren, aber dass es dann letztendlich so schnell ging, war dann auch nicht zu erwarten. Und insofern ist das für mich, so einen Film zu machen, natürlich ein ziemlicher Parcours. Ja, so, also das sind auch so Drehtage, wo man nicht immer so erfreut wiederkommt. Also wenn man jetzt versucht, so mit alten Stasi-Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen und sich dieses Zeug anhört, ja, das oder beschimpft wird und so, das ist schon nicht ganz ohne. Also da gibt es irgendwie schönere Drehorte als jetzt solches. Aber gleichzeitig habe ich sozusagen einen anderen Impuls, der da mit reinschwingt. Das hat natürlich auch mit dieser ganzen, ich sag mal, Aufarbeitungskultur zu tun, obwohl sie meistens nicht sehr solide ist, dass so eine Filme wie Das Leben der Anderen oder so mich unglaublich ankotzen, weil die so schmalspurig und eindimensional Sachen erzählen, die also schlichtweg also schon an also Volksverdummung also aus meiner Sicht grenzen, dass das auch so ein Impuls ist, so eine Geschichte anders zu erzählen. Und das war so ein Versuch, das irgendwie anders zu machen. Ich habe noch mal eine Frage zu dem, wie soll ich den bezeichnen? Ich weiß seinen Dienstgrad ja nicht, dem Herrn von den Grenztruppen, dem Fänger sozusagen. Der hat mich ja doch verblüfft in seiner ungebrochenen Authentizität und in seinem ungebrochenen, ja, ich stehe dazu. Das hat mich auch verblüfft, dass der so vor die Kamera tritt. Mögen Sie da noch mal einen Kommentar abgeben, was das, wie Sie ihm begegnen? Natürlich erlebe ich Sie sehr professionell im Umgang mit Ihren Protagonisten. Gleichwohl hat er mich, muss ich sagen, unglaublich schockiert. Andererseits stellt er die Frage, wie geht es denn eigentlich dem, den wir da gefangen genommen haben? Das hat mich wiederum verblüfft. Und da habe ich mich gefragt, wie geht es eigentlich so einem Grenztruppenmann heute? Dem geht es ja wahrscheinlich auch nicht gut. Naja, das ist... also Fähnrich war, ne? Und es ist so ein Schock, wenn man auf so eine Leute trifft. Also man darf ja nicht vergessen, dass sozusagen mit der Wende 89 sozusagen ist ja auch eine Generation von Funktionsträgern gleichzeitig in der Rente verschwunden. Also bestimmte Dienstgrade und Leute, die haben sozusagen ab dem Moment, also überhaupt kennen, sie sind ja nicht mehr, auf die stößt man gar nicht mehr. Ne? Die erlebt man auch so im Alltag nicht mehr, weil sie irgendwie unscheinbare Rentner sind und so. Also sind sozusagen gleichzeitig aber in dieser ganzen Auseinandersetzung dessen, was da war und was zu klären wäre, aber eigentlich auch von Kämen abgeholt worden. Also es gibt ab und zu mal so Truppen, die gehen dann immer in dieses Gedenkstätte Hohenschönhausen und machen dann da Stunk bei so Veranstaltungen von Hubertus Knabe und treten da so als Verein auf. Aber ansonsten sind die eigentlich nicht präsent. Natürlich ein Vorteil ist, aber gleichzeitig auch den Nachteil mit sich bringt, dass über bestimmte Themen nie gesprochen wurde. Also das sozusagen, und dass der sich sozusagen da hinsetzt und unverblümt sagt, der steht dazu, halte ich erstmal sozusagen als Filmemacher für einen Gewinn, ja, weil das nicht sehr viele machen. Die meisten, die man danach fragen kann, tauchen komplett ab. Und ich fand ihn als Figur insofern spannend, weil der ist genauso alt wie die Jungs, ja, also Jahrgang 64. Sieht aber aus, also mindestens 20 Jahre älter und hat sozusagen als Berufskarriere ist er noch in die Bundeswehr übernommen worden bis Dezember 1990.
Und dann kamen diese vier Verhaftungen raus, dann ist er unehrenhaft entlassen worden, war dann, wie war denn das, Kraftfahrer für einen Immobilien-Tycoon in München. Dann ist ihm die Frau weggelaufen, daraufhin hat er angefangen zu trinken, hat den Führerschein verloren und seitdem sitzt er da in dieser Bude in Frankfurt-Oder und hat diesen Erinnerungskeller da und trinkt sich da so zurück. Ne, das. Und gleichzeitig ist es natürlich der hat natürlich auch nie irgendwie durch diese eigene Kondition einen anderen Weg. Also der zitiert er seine Frau, die zu ihm sagt, finde ich den schönsten Satz, du stirbst nochmal in Stiefeln. Das stimmt in dem Fall, ne? Wäre auch. Und wir haben ihn mal, wir wollten irgendwie mit dem drehen, weil man mit dieser Wohnung ist natürlich auch so etwas beengend. Gefragt, ob wir da mal in Berlin, dann hat er gesagt, nee, da fährt er nicht hin, da ist ja nichts mehr. Ne? Also wo, da ist ja nichts, also ist keine Grenze mehr, da hat er ja nichts anzugucken. So. Und das ist schon, also das ist schon bitter. So. Nee. Aber das ist eben, was man ihm trotzdem anrechnen muss, natürlich, dass er einer der wenigen ist, die dann sich dazu noch äußern, die doch dazu dann stehen. Ich habe noch eine Frage zu dieser sogenannten Punk-Szene in der DDR, die da ja eine Rolle spielt. In dem letzten Film über die DDR gab es ein Interview mit dem Heiner Müller und da sagte er, dass die Stasi die Skinheads gegen die Punk-Szene eingesetzt hätte. Haben Sie auch solche Beobachtungen gemacht? Es gibt einen sehr populären Vorfall, den ich auch miterlebt habe. Das war in der Erziehungskirche 88, wo sozusagen es gab ja sozusagen in Kirchenräumen, also wie auch hier in Weimar, bei den Jungs sehr oft so offene Begegnungen und Bands traten da auf. Und also das war aber schon so in den späteren Jahren der DDR. Oder gab es das schon auch früher? Jetzt von den 80ern, ja. Mhm. Und dann noch 88 gibt es einen konkreten Vorfall in Ostberlin, wo sozusagen Skinheads diese Veranstaltung von Punks überfallen haben und die Polizei das gedeckt hat. Und die. Ja, okay. Also das ist ja ein bisschen auch ein Hinweis darauf, wieso sich gerade in der ehemaligen DDR diese rechte Szene so breit machen konnte. Ne? Also aus verschiedenen Gründen natürlich. Ne? Wegen der Fremdenfeindlichkeit in der DDR überhaupt. Und dieser Hinweis, der war ja mir auch neu, den der Heiner Müller dann im Film gegeben hatte. Ist ja schon. Meinen Sie jetzt Material oder welcher? Ach, hier, November Days. Ja. November Days. Ich habe mich sehr gefreut, dass der hier läuft, weil der ist lange nicht zu sehen gewesen. Noch eine zweite Frage jetzt zu der Musikszene. Da kam ja auch diese Gruppe vor, KG Rest, die der Jürgen dann wohl posthum rausgegeben hatte, die Platte. Also im Westen war ja eigentlich von dieser Punk-Szene nichts bekannt. Ja? Also mir zumindest nicht. Aber da gab es einen, also das kann ich Ihnen sozusagen noch mit auf den Weg geben als Recherche. Da gab es sehr viel sozusagen befruchtende Begegnungen. Also, also unter anderem auch in Kirchenräumen. Ich habe zum Beispiel in einer kirchlichen vierten Psychiatrie so eine Konzerte miterlebt von Westbands, die da auftraten. Ja, mag ja sein, aber ich meine, hier im Westen hat man von dieser Musikszene nicht gehört. Ja, na, die Musiker, die waren auch schon im Austausch. Ja. Meine Frage, die jetzt sich darauf geht, ist, was hat man in der DDR, also in der Musikszene zum Beispiel, gewusst von Plastic People of the Universe in der CSSR? Waren die da bekannt? Oder? Ja, na klar. Ja. Okay. Also es gab ja sozusagen so ein Motorradrennen in Brno, da waren immer Konzerte sozusagen mit angegliedert, da fuhr man natürlich hin oder zum Jazz Jamboree nach Prag, wo eben nicht nur Jazz lief und so. Das gab dann doch auch ungarische Bands, sehr viele. Mhm. Ja, ich wollte nur wissen, ob die überhaupt bekannt waren da. Ja. Und dann muss man ja auch heute sozusagen in Zeiten des Digitalen daran erinnern, dass die analoge Zeit natürlich einen regen Kassettenvertrieb irgendwie mit sich gebracht hat und alles war irgendwie sozusagen auch mit auf Kassetten vertrieben. Also ich habe da selber eine sehr spannende Sammlung dieser Zeit. Ja, gut, dann. Ich wollte mich bedanken, dass Sie gekommen sind. Ich habe für die Sammler unter Ihnen hier so ein paar Filmplakate mitgebracht, die Sie sich gerne mitnehmen können, wenn Sie möchten.
Ja, ich danke auch fürs Kommen. Ja.